Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Elbo und wir spielen weiter Palia. Und zwar, ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, dass ich ein bisschen das Haus umgebaut habe. Und dementsprechend hat Tisch wieder That's eine a great Frage. day, isn't it? Und deswegen gehen wir da ganz einfach mal hin. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Du kannst deine Farbschemata aller Möbelstücke, die du herstellst, ändern. Du musst nur das Rezept für die Modifikationsbank kaufen. Ich habe es gerade erhalten. Oh, versprich. Man konnte das nicht mal lesen. Und es ist einfach übersprungen. So ein Quatsch manchmal. Das will ich eigentlich nicht. Wir. Ah, wisst ihr was? Eigentlich, das kostet ja gar nicht so viel. Seide will ich unbedingt haben. Und ich habe ein bisschen was verkauft, deswegen haben wir auch wieder 38.000 auf Kante. Von daher kaufen wir uns ganz einfach mal alles. Hä? Achso, ich habe vergessen, was anzuklicken. Ach, das ist die Modifikationsbank. Genau, das hatte ich nämlich gerade gesehen, dass die Tisch uns was zu erzählen hat. Und von daher dachte ich, ich renne da mal ganz schnell hin. Gucke, was sie möchte. Okay, das geht alles mit diesen Splintholzbrettern. Das ist gut. Die finde ich ganz cool. Die Kommode. Diese. Boah, kostet sogar Eisen. Kann ja nicht wahr sein. Die Stühle. Weiß ich nicht. Muss man mal einen nehmen und dann mal gucken. Oh, der sieht aber auch schön aus. Oder hier auch die Leuchter, die Kerzenständer. Aber alles immer nach und nach. Oh, die sehen sogar noch schöner aus. Oh, dafür braucht man Strömungsbretter. Oh nein! Okay. Gut, das einmal ganz kurz mit ihr plaudern, gucken, was möchte sie haben. Lotusblumen, okay, die haben wir glaube ich auch noch, aber ist gar nicht so schlimm. Oh, was will sie denn noch? Ich kann sie nicht ansprechen. Was ist hier los? Lockhaus Außenleuchte, die haben wir ja schon. Ja, Pflanzen müssen jetzt nicht. Oh, der Kronleuchter sieht aber schön. Schön aus. Nee. Gibt es hier noch irgendwie was Schönes, was man. Ach, das ist, glaube ich. Nee, das ist die Heimatanrichte, genau. Das ist der Sessel, den haben wir ja schon. Hauptstadt-Flair-Sessel. Was ist das? Das ist, glaube ich, auch. Nee. Rabenholz-Kronleuchter, okay. Such a great day, Okay, isn't jetzt it? kann ich schon wieder mit dir sprechen. Oh, wie schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe gehofft, dass du die erste Person bist, die sie sieht. Ich habe nämlich gerade diese tollen rustikalen Rezepte erhalten und finde sie wunderschön. Warum schaust du sie dir nicht an? Es gibt viele Möglichkeiten, damit. Man kann es einfach nicht lesen. Das ist doch nervig. Aber ich glaube, nee, das ist das, was wir schon alles Chatting with gekauft haben. Gut. Weiter geht's. Wir rennen mal ganz fix zum Tempel wieder hin. Ich muss jetzt bloß erstmal schnell gucken, wo war der? Das war nicht der. Nee, das war hier der dann. Hier drüben bei den windigen Dings dann. Nehmen wir ganz einfach hier die Abkürzung. Und ich würde ganz einfach sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir im Tempel sind. Ja, hallo. Nochmal zurück. Wie soll ich euch das jetzt erklären? Ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Dementsprechend habt ihr jetzt nur mitbekommen, dass ich so ein bisschen rumgeflucht habe über die Treppe da oben. Die Dings habe ich schon eingereicht, die Questanfrage, beziehungsweise die Supportanfrage. Und ihr habt jetzt gar nicht mitbekommen, dass ich da drüben die komplette Insel abgesucht habe. Natürlich jedes einzelne Strömungsinsekt mit aufgesammelt. Ich weiß gar nicht, ob die noch hier drin sind. Genau, drei Stück sind jetzt noch hier drin. Die hatte ich eingesammelt. Und
Ja, wie soll ich sagen? Hat's leider nicht aufgenommen, weil ich meine Tastenbelegung geändert hatte, wo ich die neue Festplatte eingebaut habe und habe es einfach nicht geschafft, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Dementsprechend ist die Aufnahme leider weg. Die ganzen Dialoge sind weg. Wie ich die ganzen Insekten gefunden habe, ist leider auch weg. Jetzt überlege ich schon, ob ich die Folge überhaupt rausbringe. Denn da fehlt ja jetzt doch, ich glaube, 20 Minuten oder sowas in der Drehe, was wir hier jetzt gemacht haben. Es ist nervig. Es ist einfach nervig. Also, wie gesagt, wir haben die ganzen Strömungsinsekten da drüben gesammelt. Ich weiß gar nicht, gibt es hier so einen. Genau. Von da drüben. Die hatten wir jetzt gesammelt, haben hier unten alles erkundet. Unter anderem auch hier unten hat man ja die eine Notiz. Die kann ich euch nochmal vorlesen. Genau, Silberschwingenstudie 500. Die Praktikanten sind gegangen. Nur ich und einige Mitglieder des Senior-Teams sind noch übrig. Sie haben Goldflügel mitgenommen, die größte und älteste Silberschwinge, die wir kannten. Ich vermute, sie haben eine Art Wagen dran befestigt und das Exemplar hat sie an die Oberfläche gebracht. Keiner von ihnen, einschließlich Goldflüge, ist zurückgekehrt. Ich bezweifle, dass die neueste Ladung Eier ohne ihre Mama schlüpfen kann. Ich denke, unsere Studie ist vorerst beendet. Wir werden beharrlich bleiben, solange wir können. Genau. Kurz danach mussten wir mit Eloisa, genau, sprechen nochmal. Die Info hatten wir ihr dann gegeben. Auch die richtige Info, dass Goldflügel halt die älteste Silberschwinge ist. Und jetzt hatte man halt rumgerätselt, ob die anderen Silberschwingen halt von ihr abstammen, nicht absterben, sondern abstammen. Und genau, so sieht's da halt aus. Ich hatte, wie gesagt, Ziggy alle Relikte gegeben, sag ich jetzt mal, die wir hatten. Und er möchte jetzt gerne da rein in die Schatzkammer oder was das auch immer ist. Also er geht davon aus, dass es eine Schatzkammer ist. Und genau. Und ich habe mich halt tierisch drüber aufgeregt. Das seht ihr dann auch. Oder habt ihr schon gesehen? Ich weiß noch nicht genau, in welcher Richtung ich die einzelnen Abschnitte halt einteile. Weil hier oben ist halt, wie gesagt, hier so eine Leiter. Ah, verdammt, ich verpasse das immer, dass ich hiermit dann fast gar nicht hochkomme. Auch nur fast. Oh, nein, nö. Och, Menno. Ich weiß gar nicht, haben die jetzt zurückgeschrieben schon? Nee. Nee, ich dachte jetzt schon, die haben gerade geschrieben. Das wäre nämlich eine ziemlich schnelle Antwort gewesen von der Firma von Singularity oder wie die auch immer heißen. Und ja, hier oben dann halt die Treppe. Aber das seht ihr dann, glaube ich. Genau, das seht ihr dann, dass man da nicht wirklich hochkommt. Und einen Plan habe ich dann auch schon gemacht, gleichzeitig, was wir dann machen. Weil hier habe ich bestimmt 10 Minuten lang rumprobiert, wie man da hochkommt, aber man kommt da einfach nicht so hoch. Deswegen hatte ich denen jetzt nochmal geschrieben und gesagt, ey, da passt was nicht. Kümmert euch mal so gesagt darum. Und ja. Ach, das wäre witzig gewesen, wenn man da hätte hochgekonnt. Ja, wir müssen halt, wie gesagt, etwas finden zum Knacken. Hier liegt aber nichts weiter auf der Insel. Die hatte ich ja schon abgesucht wo hatte ich das denn schon abgesucht? In dem, wo ich vergessen habe aufzunehmen. Also hier ist auch nichts weiter auf der Insel. Deswegen, das ist unwahrscheinlich nervig gerade schon wieder. Ja, was will man da machen? Ist halt leider nun mal so, wie es ist. Und genau da drinne, da war noch ein goldener, da so drinne, findet man noch was? Einen goldenen Fisch. Oh, nein.
beziehungsweise einen vergoldeten Fisch, den Zeki an Aina abgeben will. Und ja, sonst war hier halt auch nichts weiter auf der Insel, leider. Der ist halt... ist halt einfach nervig. Oh, nein, na bitte nicht. Och nö. Ich wollte jetzt nochmal probieren, hochzukommen. Aber nee, will er nicht. Gut. Naja. So, dann lasse ich euch jetzt noch allein mit dem, was ich euch dann noch erzählt habe. Wie wir jetzt dann weitermachen, wenn die sich jetzt halt nicht zurückmelden. Ich warte jetzt auch bis Nachmittag mal ab. Oder eher gesagt, bis... ach, ich bin so ein... Gut. Also wie ihr merkt, ich bin ein bisschen angesäuert über das Spiel, aber ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Gut, ich lasse euch jetzt alleine, wie gesagt, und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im windigen Tempel, wenn wir weitermachen dürfen. Hoffentlich. Guti, ich lasse euch jetzt alleine, wie gesagt, und dann sehen wir uns wieder. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Elbo und wir spielen weiter Palia. Und zwar, ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, dass ich ein bisschen das Haus umgebaut habe. Und dementsprechend hat Tisch wieder eine Frage. Und deswegen gehen wir da ganz einfach mal hin. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Du kannst deine Farbschemata aller Möbelstücke, die du herstellst, ändern. Du musst nur das Rezept für die Modifikationsbank kaufen. Ich habe es gerade erhalten. Oh, versprich... man konnte das nicht mal lesen. Und es ist einfach übersprungen. So ein Quatsch manchmal. Das will ich eigentlich nicht. Wir... ah, wisst ihr was? Eigentlich, das kostet ja gar nicht so viel. Seide will ich unbedingt haben. Und ich habe ein bisschen was verkauft, deswegen haben wir auch wieder 38.000 auf Kante. Von daher kaufen wir uns ganz einfach mal alles. Hä? Achso, ich habe vergessen, was anzuklicken. Ach, das ist die Modifikationsbank. Genau, das hatte ich nämlich gerade gesehen, dass die Tisch uns was zu erzählen hat. Und von daher dachte ich, ich renne da mal ganz schnell hin. Gucke, was sie möchte. Ah, okay, das geht alles mit diesen Splintholzbrettern. Das ist gut. Die finde ich ganz cool. Die Kommode. Diese. Boah, kostet sogar Eisen. Kann ja nicht wahr sein. Die Stühle. Hm, weiß ich nicht. Muss man mal einen nehmen und dann mal gucken. Oh, die sieht. Der sieht aber auch schön aus. Oder hier auch die Leuchter, die Kerzenständer. Aber alles immer nach und nach. Oh, die sehen sogar noch schöner aus. Oh, dafür braucht man Strömungsbretter. Oh nein! Okay. Gut, das einmal ganz kurz mit ihr plaudern, gucken, was möchte sie haben. Lotusblumen, okay, die haben wir, glaube ich, auch noch, aber ist gar nicht so schlimm. Oh, was will sie denn noch? Ich kann sie nicht ansprechen. Was ist hier los? Blockhaus Außenleuchte, die haben wir ja schon. Ja, Pflanzen müssen jetzt nicht... oh, der Kronleuchter sieht aber schön... schön aus. Nee. Gibt's hier noch irgendwie was Schönes, was man... ach, das ist, glaube ich... nee, das ist die Heimatanrichte, genau. Das ist der Sessel, den haben wir ja schon. Hauptstadt-Flair-Sessel. Was ist das? Das ist, glaube ich, auch... nee. Rabenholz-Kronleuchter, okay. Okay, jetzt kann ich schon wieder mit dir sprechen. Oh, wie schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe gehofft, dass du die erste Person bist, die sie sieht. Ich habe nämlich gerade diese tollen rustikalen Rezepte erhalten und finde sie wunderschön. Warum schaust du sie dir nicht an? Es gibt viele Möglichkeiten, damit... man kann es einfach nicht lesen. Das ist doch nervig. Aber ich glaube, nee, das ist das, was wir schon alles gekauft haben. Gut, weiter geht's. Wir rennen mal ganz fix zum
Tempel wieder hin? Ich muss jetzt bloß erstmal schnell gucken, wo war der? Das war nicht der, nee, das war hier der dann. Hier drüben bei den windigen Dings dann. Nehmen wir ganz einfach hier die Abkürzung. Und ich würde ganz einfach sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir im Tempel sind.